So, dann wollte ich euch noch mal kurz das hier zeigen. Es gibt später... Obwohl, ich glaube, das erwähne ich lieber später, nicht jetzt. Und das wäre jetzt ein kleines Spoiler. Weil wir sind ja jetzt noch nicht draußen. Ich kann es also noch nicht zeigen, von dem her. So, dann gucken wir mal, ob wir mit diesem Spieler hier auch Geheimnisse finden können. Eigentlich schon. Müsste normalerweise... Ist eigentlich logisch, weil... Ja, immerhin man in dieses Schloss und später vielleicht, ich bin mir nicht sicher, aber nö, ich sag lieber nichts. Na. Yeah, nochmal ein Geheimnis. So, dann gehen wir mal da runter. Ich glaube, von da waren wir schon. Geil, zur Sicherheit gucken wir nochmal nach. So, war doch hier irgendwo eine Leiter, eine Treppe. Hier. Das ist der Keller und unter Schloss Saras. Er ist voller Monster, um alle Eindringlinge zu vernichten. Aber keine Sorge, mit allen Mitgliedern des Clans der Heiligen Krieger bei dir tun sie dir nichts. Es sind Monster, die von unseren Magiern erschaffen wurden. Ab und an. Wird doch mal eins wild, daher haben wir hier Wachen stationiert. Aber normalerweise sind die uns gegenüber friedlich. Ich möchte es noch nicht weiter schaffen. Ich möchte die Gegenstände weiter erkunden. Und natürlich mit diesem Charakter hier. Weil wie man sieht, Speichersteine bleiben gleich, Menü auch, aber alle anderen Items leider nicht. Deshalb würde ich auch gerne mit diesem Spieler hier einige Items haben wollen. Ah, wie es aussieht, können wir hier nicht raus. Eine Blutflasche, aber ich glaube, sie kann, ja, sie kann sowieso nicht benutzen. Wie gesagt, sie kann es, aber es wird nichts bringen. Weil sie ja kein Vampir ist und kein Mana verwendet. Ja, gesagt, kein Blut verwendet. Heilfiole. Ja, nochmal kurz merken, wann wir auch angefangen haben aufzunehmen. 3.8. Okay. Aber es ist bestimmt schon 3 Minuten Aufnahme, die gerade läuft. Also 3.5 ungefähr. Eine Heilflasche. Habe ich hier schon durchgeguckt oder nicht? Kurzzeitgedächtnis, echt übel. Ich glaube, von da kamen wir. Ja. Oh, komm. Gehen wir wieder. Da lang. So, jetzt diese Fässer hier inspizieren. Hier ist was? Ah, doch nicht. Oder ich habe schon geholt. Keine Ahnung mehr. So, gibt es hier nirgendwo noch einen Eingang oder so? Anscheinend nicht. Okay, da müssen wir jetzt mal in den Keller. Aber immerhin haben wir 3 Gegenstände. Und 2 davon werden uns helfen. Wie es aussieht, kann sich die Blutflasche also doch nicht benutzen. Ist ja immerhin ein Mensch. Wer würde schon als Mensch Blut trinken wollen? Das ist ja Asmus, Tresen vorbei. Danke.
Oh, Platz so viel. So, noch eine Statue. Eine Peitsche? Was ist das? Stummer Platz. Okay, das scheint auch nicht viel zu sein. Guillotine. Oh. Eine blaue Truhe. Luvia. Heilflasche. Und dann so ein Müll in einer blauen Truhe. Ey, das geht mal gar nicht. Die blauen Truhen waren die besten. Die waren die einzigsten Truhen, wo wirklich was Gutes drin war. Und das man auch behalten konnte in der Anhöhle. Und natürlich außerhalb der Anhöhle. Aha. Obwohl, es gab aber auch natürlich Items, die man auch außerhalb der Anhöhle benutzen konnte. Wie das Iris-Diadem oder so. Iris. Und die hat man ja gebraucht. Und die fand man nur in den roten Kisten. Aber wir spielen gerade nicht Lufia. Stockwerk runtergehen möchte ich jetzt nicht. Gehen erstmal dahin. Vielleicht finden wir noch eine Truhe oder so. Nein. Nur Betten und... ein paar Steine. Da ist es. Was ist das? Ein Grab? Was soll man denken? Doch, es ist ein Teil einer großen Steintafel. Einer sehr mächtigen Steintafel, genauer gesagt. Der Text, der sich ergibt, wenn man alle neun Teile zusammensetzt, ist wohl der mächtigste Zauberspruch, der je geschaffen wurde. So liegt denn hier ein Teil davon? Zum Schutz der ganzen Welt. Niemand darf alle Teile besitzen. Das wäre eine viel zu große Gefahr für alles Leben auf dieser Welt. Was ist denn das für ein Zauberspruch? Nun, ehrlich gesagt, hatte ich gehofft, du könntest es mir vielleicht sagen. Niemand kennt diesen Zauberspruch. Wer besitzt denn die anderen Teile der Steintafel? Wir, der Clan der Heiligen Krieger. Natürlich haben wir schon oft versucht, den Zauberspruch zu entschlüsseln. Doch wir verstehen die Sprache nicht, in der der Zauber eingemeißelt wurde. Die Sprache der Elras. Woher kommt diese Sprache? Seufz. Auch das hatte ich gehofft, könnte ich von dir wissen. Dein Erscheinen ist so mysteriös, deine Rüstung so seltsam. Wir haben alles versucht, doch ohne Erfolg. Ein Versuch war es wert. Ich denke, wir sollten jetzt wieder nach oben gehen. Und bitte behalte dies. Alles für dich, es ist gefährlich. Natürlich. Jetzt versuche ich erstmal herauszufinden, wie ich hier überhaupt hergekommen bin und was passiert ist. Du kannst gerne so lange hier im Schloss bleiben, wie du möchtest. Ich danke dir. Auch für das große Vertrauen, das du anscheinend zu mir hast. Das hier einer Fremden zu zeigen und zu erzählen. Wie ich schon sagte, deine Seele muss gut sein, denn sonst könntest du keine Rüstung tragen, auf der das Symbol des Clans der Heiligen Krieger eingraviert ist. Ich schätze mal, dass die Rüstung verzaubert wurde oder so. Dass nur gute Menschen sie anziehen können. Ich verstehe das alles nicht allein. Schau dich um, die Welt ist nicht zerstört, doch erkenne ich sie nicht. Wieder. Was auch immer passiert ist, wir werden es wieder richtig stellen. Und wenn wir Asgard nochmals töten müssen, lass uns einen Weg umschauen. Irgendwo lassen sich sicher ein paar Waffen aufbauen. Aha. So, wie sieht's jetzt mit der Stärke aus? Okay, sie hat
alles ungefähr 3 bis 5 Punkte, so circa mehr als Wellner. Ich glaube, am Anfang kann man hier noch nicht kämpfen, wir haben ja gar keine Waffen. Ach, Wellner. Nun geht es schon wieder los. Wir sind durch Asgards Zauber zu wirklich Schwächlingen verkümmert. Und was machen wir? Wir gehen in die nächstbeste Höhle auf der Suche nach neuer Ausrüstung, mit der wir Asgard vernichten können. Es ist, wie es ist. Glaubst du, irgendjemand anderes auf dieser Welt ist in der Lage, Asgards Wahnsinn ein Ende zu bereiten? Wir sind die letzten Vampire außer Asgard. Welcher Mensch könnte es schon mit einem Vampir aufnehmen? Einen Wahnsinnigen noch dazu? Moment! Wir sind nicht die letzten Vampire, jedenfalls jetzt nicht mehr. Deswegen dürfen wir uns nicht unsere Verantwortung entziehen. Obwohl wir unsere Kräfte verloren haben, dürfen wir nicht aufgeben. Es muss einen Weg geben, ihn zu stoppen. Und wir werden diesen Weg finden. Werden wir denn nie mehr ohne Waffen auskommen? Tja, wie es aussieht, wohl ehrlich. Hey, Alain, hier sind ein paar einfache Krallen und ein rostiges Schwert dran. Krallen? Merkwürdig. Wer sollte so etwas hier verstecken? Aber immerhin eine Waffe. Scheint unsere friedliche Zeiten sind endgültig vorbei. Stumpfe Krallen erhalten. Rostiges Schwert. Naja, ich glaube, damit kommen wir aber nicht weit. Schauen wir uns lieber noch ein wenig um. Ja. Drei Stärke, zwei Stärke, okay. Ich glaube, hier kann man auch kämpfen. Ja. So, dann zeige ich erstmal ganz normalen Kampf. Hier kann man aussuchen, was man möchte. Blut saugen, was war das nochmal? Ich glaube, das war Mana saugen. Verteidigen, Gegenstände benutzen. Normal angreifen und machen wir einfach Autokampf, die sollen selber catchen. Das Blut eurer Gegner bedeckt den Boden. 30 Erfahrung, Seele erhalten. Flammtrank. Es muss auf jeden Fall noch in den meisten, ich glaube sogar in jeder Höhle, muss es einen Geheimdurchgang geben. Also einfach mal immer irgendwo an den Ecken rumlaufen. Ich werde es euch gleich mal zeigen, falls es in der ersten Höhle auch schon was gibt. Bezweifle ich zwar, aber... Aber die Kampfgrafik ist auf jeden Fall millionenmal besser als beim ersten Teil. Also muss ich echt zugeben. Ist wirklich saugeil. Ja, auch kein Wunder, die Leute, die dieses Spiel gebaut haben, die haben wirklich Talent für sowas. Aha, hier haben wir schon eins gefunden. Ein geheimer Durchgang. Trank der Ewigkeit. Was macht der? Dunkler Trank. Halt, starre, tot. Ah, okay. Habt ihr es gesehen? Man konnte in die Wand reinlaufen. Trank der Ewigkeit. Nochmal einer. Das ist ziemlich gut. Ach, was ich noch erwähnen wollte, bei diesem Teil ist es komplett anders. Das ist ziemlich schwer zu leveln.
Wie ihr sehen könnt, habe ich gerade mal 90 Erfahrung und ich brauche fast 2000 für ein, bis ich Level 2 erreiche. Okay, hier waren wir schon, dann gehen wir weiter rechts. Nice. So. Oh, ich habe schon vergessen, jetzt mal hier in den Wänden nochmal nachgucken. Aber ich könnte mir vorstellen, solche Kleidung, die Wellner jetzt trägt, eigentlich auch zu tragen. Weil sieht schon ziemlich cool aus, finde ich. Was ich jetzt aber bemerkt habe, hier sind die Hose grün. Aber im Kampf sind sie, glaube ich, schwarz. Dann gucken wir gleich nochmal. Was war denn das? Wir sollten vorsichtig sein. Aha! Säuretrank! Und sobald ich neue Items finde, zeige ich am besten auch, was sie alles machen. Okay, Blitzstaub blendet und lebt alle Gegner. Entzündet alle Gegner. Das macht dauerhaften Schaden, so wie Gift. Vergiftet alle Gegner und lässt sie erkranken. Das ist auf jeden Fall klar. Heiliger Sand entfernt alle positiven Zustände von Gegnern. Okay. Eissalz verlangsamt und lähmt alle Gegner. Das ist auf jeden Fall ziemlich geil. Säuretrank löst die Rüstung aller Gegner auf. Das heißt, reduziert die Abwehr. Verseuchtes Wasser, schwach plus krank auf alle Gegner. Schattenpulver, schwach plus blind auf alle Gegner. Die Seele eines deiner Opfer. Okay, hier steht nur Seele. Keine schwache Seele, keine starke Seele. Also hat er das hier auch geändert. Also es ist egal, welches Vieh man verprügelt. Man bekommt immer die richtige Seele. Jetzt haben wir schon zwei Einbuchtungen in der Wand gefunden. Was ist denn das? Hey, das nenne ich mal ein schönes Schwert. Er scheint magisch zu sein und seine Klinge ist auch sehr scharf. Ich schätze, das ist auf jeden Fall ein ziemlich mächtiges Schwert. Das sollte uns zumindest sehr gegen all Asker behilflich sein. Na warte, Asker, jetzt bekommst du deine Strafe. Zurück zu Askers Schloss. Hier ist Wert unserer Zorn. Zu spüren bekommen. Magisches Schwert. Macht, ich brauche mehr Macht. Woher nehmen? Der Zauber hat so viel Macht verbraucht. Ah, hier nehme ich mir neue. Dies wird mein nächster Streich. Energieströme. Thank you.
Aha. Und nun zum nächsten Schritt meines Plans. Ja, und was ist mit den Kristallen, die neben dir stehen? Ich glaube, die machen auch irgendwas. Naska ist sicher geschwächt von seiner Apokalypse. Dieses Schwert wird sein Untergang. Sein Kopf wird rollen. Noch einmal. Oh, ich kann das magische Schwert nicht benutzen. Wow, One-Hit-Kill. Nice. Awesome Critical Hit. So, jetzt nochmal zu der Hose. Die ist schwarz. Grün. Farbenblind. Und jetzt im Kampf ist sie schwarz oder zum Teil, wie man sie hier sehen kann jetzt. Ja, eindeutig schwarz. Im Kampf sieht die, sehen die Klamotten auch viel geiler aus. Da ist die Grafik auch um einiges besser als in dem außerhalb des Kampfes. Eine blaue Kiste enttäuscht mich nicht. Diesmal aber was Gutes. Die ist verschlossen. Und ohne Dietiche können wir das auch nicht ändern. Ah! Ja, genau. Das habe ich ja schon voll vergessen. Es gibt bei Vampire Dawn 2 Kisten, wo man Dietriche braucht, um die dann zu öffnen. Aber dazu später noch mehr. Also muss ich mir jetzt merken, dass in diesen ersten Höhle noch eine Kiste ist, wo man Dietriche braucht. Das werde ich euch später auch noch zeigen, wie man die Dietriche benutzt. Oh Mann. Yay. 300, wir haben schon 10 Stück gekillt. Mit dem Speichern ist es hier ein bisschen komisch, weil immerhin hat man nur diese gewissen Speichersteine, die man benutzen kann. Hier 5 Stück. Sobald das Spiel abstürzt und man länger nicht gespeichert hat, dann ja, könnte man sich sonst wohin beißen. Dass man nicht früher gespeichert hat und den einen oder anderen Speicherstein dazu verschwendet hat. Gucken wir mal, ob wir irgendwo ein Geheimnis noch finden, wo wir durchlaufen können oder so. Komisch. Ah, es gibt außerhalb wieder Kämpfe. Das heißt ja wieder, aber man kann jetzt außerhalb kämpfen. Oh, 60. Doppelt so viele von den Viechern im ersten Teil. Wow. Ein Schritt und gleich weiter. Muss doch hier irgendwo noch ein Durchgang sein, oder irre ich mich?
Oh, drei Stück. Ob wir die packen? Ja, die können wir packen. Oh, das könnte aber knapp werden. Nur noch ein Vieh da. Wow. Das hat nicht mal geschafft, uns zu schlagen. 90 Punkte. Ein Vogel. Bam. Boah, der hat aber Leben. Das Blut eurer Gegner bedeckt den Boden. Oder befleckt den Boden. Ich bin mir sicher, dass da irgendwo noch so ein geheimer Durchgang war. Wow. Das sind 120 Erfahrungen, wenn ich mich nicht täusche. Oh, oh, oh. Das könnte jetzt knapp werden. Komm schon, one hit. Ah, crap. Sehr schön, 120 Erfahrung. Und damit wir nicht sterben, benutzen wir lieber mal einen und verziehen uns lieber ins Schloss. So, mal gucken, wie lange spielen wir jetzt. Ungefähr 20 Minuten, also noch Geheimnisse. 51 Stück haben wir schon. Und 16 Kämpfe hinter uns. Nice. Dann gehen wir mal zu Asuka und verkloppen ihn. Und geben wir richtig schön Kloppe. Mal spielen mit ihm eine Runde Kloppe. Das wird natürlich noch ziemlich nervig sein, weil wir hier noch, was weiß ich, wie oft hochlaufen werden. Es ist ruhig hier, kein gutes Zeichen. Stimme ich dir zu? Übel, ey. Oh, komm, ey. Ich will endlich mal die Bücher. Ja, okay. Das ist jetzt, wenn man es jetzt könnte, dann könnte man auch schon Zauber erlernen und so. Moment, ich glaube, wir laufen falsch. Da lang müssen wir. Wir müssen eigentlich gleich einen kostenlosen Speicherbaum kriegen. Was passiert denn jetzt schon wieder? Warum stehen hier alle Skelette? Asuka, mach dich bereit, erneut ein Blutgeist zu werden. Ja, was? Ja, was? Oha. Ha! Da hat es recht, Achter. Sie sind wirklich bemitleidenswert. Wir werden dich endgültig vernichten und Jaina wird wieder zu uns kommen. Haha. Ach, Achter, du lernst wirklich schnell. Sie sind wirklich erbärmlich. Diese Klinge wird ein Untergang sein. Das glaube ich kaum. Sie dachten wirklich, mit deiner platzierten Klinge könnten sie mir etwas anhaben. Was soll das heißen, platzierte Klinge? Vielleicht hilft euch das hier auf die Sprünge. Du warst in der Höhle. Ihr habt doch nicht ernsthaft geglaubt, so ein mächtiges Schwert liegt da einfach so in einer Kiste. Aber schon lustig, die haben Jaina und kennen sie schon, was weiß ich, wie lange. Schon eine längere Zeit und erkennen ihre Stimme nicht, wenn sie lacht.
Doch haben sie, ganz sicher. Wieso, verdammt? Jaina hat den Spaß am Spielen mit ihren Opfern entdeckt. Durch mich, versteht sich. Woher wusstet ihr, dass wir nicht tot worden sind? Macht es wirklich etwas Wunderbares und ihr seid so erbärmlich. Aber die Spielchen haben nun ein Ende. Schaut, was ich mit eurer Wunderwaffe mache. Nein! Ich kann es nicht mal nutzen. Elender Sadist, wir haben deine Spielchen satt. Mir scheint, du hast nicht nur deine Kräfte, sondern auch dein Gehör verloren. Ich sagte doch bereits, die Spielchen sind jetzt vorbei. Ihr habt uns lange genug erheitert. Ihr seid nun überflüssig. Niemals. Ah. Bam. Bam. Du wirst uns nie vernichten. Und sie drehen sich im Kreis. Und sie drehen sich. Und sie drehen sich. Aber was passiert? Nein. Und bam. Und jetzt werdet ihr in alle Ewigkeit ein nettes Anschauungsobjekt bleiben. Manchmal wünschte ich es, gebe eine solch schöne Statue von mir. Dieser Versteinerungszauber ist wirklich großartig. Die beiden sehen gut aus. Aber jetzt stelle ich sie in eine gute Ecke einer Höhle auf. Auf dass sie dort verrotten sollen. Und vielleicht eben in einer anderen Form beigehenden Menschen zur Belustigung dienen. Nachdem wir das auch erledigt hätten, kommen wir jetzt endlich zu wichtigeren Dingen. Sehr schön. Oh Elras, kommt ihr Geister, nehmt Gestalt an. Aroan Jo Azel Nimba Ninda. Ursas Norgreda. Endlich! Wir sind wieder da. Arg. So, schwächlich dieser Körper. So. Was ist los, Aska? Was ist nass? Was war das? Ich fühle mich so schwach. Mein Meister Gadir hat einen neuen Körper. Wer gehorchen die? Mir? Was soll das? Was ist das für ein komisches Kribbeln? Was? Was habe ich getan? Rah! Etwas Schreckliches ist passiert. Ich muss weg. Tschüss! Wo willst du denn hin, Wurm? Hä? Was? Danke für nichts. Du bist jetzt unnütz hinfort. Verflucht. Hoi, Aska kann fliegen, so ganz allein, ohne Fledermaus. Und bam! Oh. Hoi! Ha, ha, ha! Ich lebe noch, mehr oder weniger. Elendes Gehör, ich werde mein Schloss schon noch wiederbekommen. Aber erstmal schauen, wo ich hier gelandet bin. Und meine schöne Ausrüstung ist auch hinüber. Verdammt! Ansonsten kann ich froh sein, Valnor und Alain ihre Gegenstände abgenommen zu haben. Doch was ist überhaupt passiert? Was habe ich getan? Warum habe ich nicht unter Kontrolle verflucht? Was muss ich noch rausfinden? Und ja, ab hier machen wir mal den nächsten Part.